Warum hängt da so eine Schiene im Bild? Ah! Wir bauen heute so ein Schienenscharnier. Und wenn du wissen willst, wie das geht, was du dafür alles brauchst und wofür so ein Ding überhaupt gut ist, dann bleib dran. Ich habe nämlich keine Lust, jedes Mal meine Schiene hier neu anlegen zu müssen. Dabei können nämlich so ein paar Fehler passieren. Zum Beispiel, dass die Schiene ganz leicht den hier macht. Das kommt selten vor, aber wenn es vorkommt, stört es halt. Und das passiert umso schneller, wenn das Sägeblatt halt nicht mehr so das Schärfste ist. Und es gibt tatsächlich auch andere Wege, um diesen Effekt zu minimieren. Es gibt nämlich zum Beispiel hier solche Klammern, die kann man in die Nut hier reintun. Oder wenn man so lange Bankhaken aus Stahl hat, dann gibt es Magnete extra für diese Führungsnut. Die kann man dann auf Höhe der Bankhaken einfach einschieben und dann ja, klickst die Stange da quasi so rein. Meine sind, wie ihr seht, billigste Ausführung, alles schön aus Kunststoff. Deswegen kommt das nicht für mich in Frage. Und diese Klammern, die man hier reinführen kann, ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Fan von der Methode. Alles in allem finde ich so ein Schienenscharnier, das hat halt einfach die professionellste Wirkung und deswegen bauen wir uns das. Und dieses Projekt liegt mir so sehr am Herzen, dass ich dafür sogar meine allerletzten Multiplex-Reste verballern werde. Vorab so als kleiner Disclaimer, dieses Video hier wird eins der wenigen Videos werden, wo ich mich nicht selbst limitiere, also das heißt, wo ich aus dem vollen Umfang meines Werkzeugs und meiner Maschinen schöpfen werde. Außerdem wird dieses Schienenscharnier für meine Metabo-Werkbank hier konzipiert sein. Ihr seht, hier vorne hat die Metabo-Werkbank eine Nut. Da kann man das wunderbar mit realisieren. Ich habe noch eine Werkbank von der Firma Wevor hier. Die wollte ich auch in dem Video mal testen und euch die mal vorstellen. In dem Zuge würde ich auch gucken, wie man dieses Schienenscharnier an der Werkbank befestigt. Aber egal, ich laber schon wieder zu viel. Wir starten jetzt mit dem Bau. Das Herzstück, um das sich alles dreht, ist dieses Kunststoffrohr hier. Das haben wir schon mal in dem Video benutzt. Daraus habe ich zum Beispiel meine Bankhaken gebaut. Was wir dafür brauchen, sind auf jeden Fall irgendwelche, ja, so eine Art Flansch, in die man die Stange hier nachher reinschieben kann und die man an einer Platte befestigen kann. Und dieser Flansch muss natürlich eine bestimmte Form haben, damit das klappt. Und die müsste ich mir jetzt irgendwie ausdenken. So ganz grundsätzlich, was haben wir bis jetzt gemacht? Ich habe 15 mm Material genommen und da erstmal eingezeichnet, wie so ein Flansch aussehen soll. Wenn das bis jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist, was das ist, das wird sich auf jeden Fall später ergeben. Das ist so das wichtigste Bauteil. Da wird sich nämlich nachher alles drum drehen. Ich werde jetzt, wie gerade gesagt, alle schön aneinander kleben und in meinen Wabeco-Bohrständer einspannen. Danach an einer Stelle schön das Loch da durchbohren. Und hoffen, dass das dann nachher vernünftig funktioniert, aber das werdet ihr dann erleben. Bis gleich. Jetzt sind wir soweit, haben die Löcher gebohrt. Und das hier sitzt jetzt sehr, sehr straff. Ich weiß nicht, ob ich das Rohr hier noch mal ein bisschen nachschleifen muss oder nicht. Was ich aber als erstes probieren werde, ist, hier überall maximal viel Ballistol drauf zu schmieren. Das geht nämlich in der Regel immer ganz gut. Und dann schauen wir, ob ich nacharbeiten muss. So, der schlimmste Teil wäre erledigt. Das waren diese Dinger hier. Die sind jetzt immer noch aneinander geklebt. Ich lasse die auch noch aneinander geklebt, weil ich muss nämlich damit noch an den Spindelschleifer, um diese Rundung hier dran zu machen. Und wenn ihr das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich megamäßig über einen Daumen nach oben freuen. Und ich gehe jetzt weiter schleifen.
Okay, haben wir die Dinger fertig. Also, jetzt probieren wir die mal drauf zu schieben. Es geht. Die sitzen sehr, sehr spack da drin. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Also, sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Schraubzwinge. Das wird nachher so laufen. Zwei von denen sitzen hier dran und die anderen beiden, die gehen hoch und bewegen die Schiene nach oben. Ja, das ist im Prinzip der ganze Mechanismus. Ich muss mir jetzt noch einfallen lassen, wie ich diese Platte hier mache, wie breit das Ganze sein soll. Das ist gut. Und was auch gut sein muss, ist, dass hier die Schiene dazwischen passt. Die passt auch wunderbar. Also zwischen diese beiden Griffe hier meine ich. Der ganze Mechanismus, der wird sich zwischen diesen beiden Löchern abspielen. Die Flansche für das Rohr, also das eigentliche Scharnier, kommt an diese Platte hier. Und dieses Brettchen, die Platte, die wird hier, kann sich dann hier hoch und runter bewegen. Dann ist, je nachdem wie groß die Materialstärke ist, bewegt sich das Brett dann immer mit. So, und so sieht das Gebilde jetzt letzten Endes aus. Wir haben hier die Platte, die halt nach oben und unten fährt. Links und rechts sind die Begrenzer. Ich habe hier noch die Ecken so ein bisschen angeschrägt, weil damit das hier im Zweifel leichter reingleitet. Und hier die Stücke, die habe ich eben noch zugesägt. Die kommen dann so hier oben drauf und werden festgeschraubt. Damit haben wir sichergestellt, dass diese Platte, die immer hoch und runter fährt, immer an der gleichen Stelle bleibt. Okay, also anschließend geht es darum, diese Dinger hier richtig auf dem Hoch- und Runterfahrbrett zu positionieren. Ich möchte die von hinten, also quasi von der Unterseite, nochmal anschrauben, damit die nicht die ganze Zeit so kippeln wie blöde. Nehme ich mir hier einfach doppelseitiges Klebeband und klebe mir da zwei Streifen drauf. Und dann habe ich mir hier eine Markierung gemacht mit einem Bleistift einfach, wo ich diese Ecke hier unten anlege und an der ich das dann ausrichten kann nachher. Fertig ist das gute Stück. Funktioniert jetzt ganz einfach folgendermaßen. Wir nehmen uns hier unser Brett, stecken das hier oben rein und dann fährt es durch. Und mehr ist das eigentlich auch nicht. Falls ihr euch fragt, wie ich das hier festgemacht habe, ich habe hier solche Hammerkopfschrauben genommen. Die kommen aus dem Solarzubehör, das sind so Edelstahlteile. Dann so ganz normale Sterngriffe für M8-Schrauben und halt Unterlegscheiben. Verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Braucht ihr nicht suchen. Ihr kennt mich, ich nehme bei sowas immer das Günstigste. Als nächstes müssen wir uns irgendein Konstrukt ausdenken, was hier vorne an der Schiene befestigt wird, um diesen Scharniermechanismus zu realisieren. Und das können wir dann mit diesem Rohr hier verbinden. Und zwar müssen wir bei der Befestigung darauf achten, dass diese Nut hier frei bleibt. Also dass wir halt geplant ist, das nachher das Scharnier hier so dran zu machen, dass sich das hier so umdreht um den Angelpunkt. Dabei muss halt wie gesagt diese Nut frei bleiben. Ansonsten können wir die Schiene nirgendwo dran befestigen. Also der Plan ist hier wieder Hammerkopfschrauben reinzutun und die an einem Brett festzuschrauben, genauso wie diese hier. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Das läuft jetzt gerade noch ein bisschen locker, weil das sind Alubankhaken, die sind so ein bisschen besser gefertigt als meine aus Plastik. Deswegen
Aber nachher, wenn das soweit ist, und dann wird das schön geschmeidig die Schiene hoch und runter machen. So, wundervoll. Gefällt mir. Wenn ich das hier locker mache, dann kann ich das überall über die gesamte Tischbreite verschieben, so wie ich lustig bin. Und wenn ich vorher in diesen Tisch zwei Bankhaken reinmache, zum Beispiel hier und gegenüber hier, dann weiß ich schon mal, dass das hier absolut parallel ist, also 90 Grad, im 90 Grad Winkel, sorry. So, und dann muss ich mir die Leiste hier nur noch so zurechtschieben, wie ich die brauche. Ups, die habe ich wieder festgeschraubt. Und fertig, jetzt habe ich einen 90 Grad Winkel. Okay, jetzt ist mein Plan. Also ich will das ja nicht jedes Mal ausrichten. Deswegen mache ich mir hier noch eine Leiste dran, damit ich halt jedes Mal, wenn ich die Schiene da drauf schiebe, dass sie hier an dieser Leiste entlang geschoben wird, dann gehe ich halt sicher, dass das alles im 90 Grad Winkel ist. Und zwar habe ich mir hier so eine Leiste schon mal zurechtgeschnitten. Die können wir einfach hier gleich festschrauben, beziehungsweise ich mache noch doppelseitiges Klebeband drunter, weil damit das beim Vorbohren und Festschrauben nicht so irgendwie verrutscht oder so, ist mir lieber. Tipptopp. So, und nachdem wir das jetzt soweit haben, müssen wir noch irgendwie dafür sorgen, dass wir die Schiene hier befestigen können. Und dafür muss ich mir hier die Position der Nut einzeichnen. Und jetzt muss ich mir an irgendeiner Position zwei Löcher bohren, aber so, dass, wenn ich von unten so eine Sterngriffmutter wieder befestige, dass sie dann nicht stört. Jetzt ist die Sache ganz einfach. Wir bohren uns nämlich hier einfach irgendwo an irgendeiner random Position zwei Löcher und können dann die Schiene da reinschieben. Ah, so, ich bin gespannt. Geil, das hält. Das hält sogar sehr gut. Hast du dem Video eigentlich schon ein Like gegeben? Nicht? Alter, los jetzt. egal. So, jetzt haben wir noch das Problem. Vorne das Scharnier ist soweit fertig. Das ist okay, das ist gut, das funktioniert, geht hoch und runter. Was wir jetzt noch für ein Problem haben ist, auf die Länge wirken Torsionskräfte sehr, sehr stark. Also wenn ich das hier so seitlich, ich kann das hier so seitlich bewegen, das sieht man auch auf der Kamera ganz gut. Deswegen muss ich mir für diese Seite des Tisches irgendwie was überlegen, dass ich das hier runterklappe und dass das dann fest ist. Wofür mache ich das? Zwei Sachen. Das erste ist, damit mir die Schiene halt hier nicht irgendwie runterhängt an der Tischkante, wenn ich da mit der Säge vorher losfahre. Das zweite ist, hier kommt noch so ein Dübel rein und dieser Dübel sorgt dafür, dass ich die Schiene nicht hier so hin und her bewegen kann am Tisch. Aufgebaut ist das im Prinzip ganz einfach. Das Loch hier, das könnt ihr ignorieren, das habe ich falsch gebohrt. So, das untere hier ist wichtig. Ich nehme die Sterngriffmutter ab, ich nehme das Ding ab und dann kann ich das ganze Brettchen abnehmen. Dahinter habe ich ein Langloch gefräst mit einer Kantenfräse, habe ich euch gezeigt. Genau, das ist im Prinzip der Mechanismus, der halt dafür sorgt, dass ich das hier hoch und runter machen kann. Einfach mit einer ganz normalen M8-Schraube. Fertig. Und da ist das gute Stück. Hier schaut der Dübel noch so ein bisschen raus. Wenn ich die Schiene runter mache, bewegt sich gar nichts mehr. Und hier ist alles im 90 Grad Winkel. Ich zeige euch das jetzt mal im Detail. Hier ist das Scharnier an sich. Ich habe hier so eine kleine Leiste drauf gemacht, um zu gewährleisten, dass wenn wir diese Schiene einschieben, dass die schon im 90 Grad Winkel zum Tisch ist.
Das Scharnier hier ist ganz billig zusammengemacht mit diesem Plastikrohr, aus dem ich auch die Bankhaken gemacht habe. Das habe ich euch in dem Video hier schon mal gezeigt. Schaut gerne mal vorbei. So, und weil ich hier diese Schräge ein bisschen zu krass gemacht habe, habe ich hier noch so ein Hölzchen dahin geklebt, hingeschraubt, damit das hier entsprechend an der richtigen Position hält. Dann haben wir hier noch zwei Sachen. Einmal habe ich hier so eine kleine Leiste nach unten geschraubt, einfach damit dieser ganze Mechanismus hier, der geht ja hoch und runter, damit er mir nicht nach unten durchrutscht, habe ich das Ding hier gemacht. Die beiden hier sind einfach Begrenzungen, damit das hier vernünftig hoch und runter fahren kann, ohne dass das so nach vorne rauskippt. Genau, und anhand dieser beiden Rändelschrauben bzw. Sterngriffmuttern kann ich das Ganze bequem an der Werkbank hier hin und her verschieben, wo ich das gerade brauche. Und der interessante Part, den ich noch nicht ganz so ausführlich gezeigt habe, ist dieser Mechanismus. Auch hier wieder die beiden Sterngriffmuttern, damit ich das bequem nach links und rechts schieben kann. Hier habe ich ebenfalls Begrenzungen hingemacht, damit ich das hier vernünftig nach oben und unten schieben kann. Und damit mir das auch nicht zur Seite rausfällt, nach vorne rausfällt. Ist leider hier noch ein bisschen schwergängig, da muss ich noch ein bisschen nachschleifen, ist aber nicht so schlimm. So. Und was ich hier noch gemacht habe, ist dieser Dübel. Der Dübel sorgt dafür, dass die Schiene nachher nicht nach links und rechts verrutschen kann. Und weil dieser Dübel nicht zu 100% in die Nut reinpasst, habe ich hier noch, ich glaube, zwei Lagen Klebeband drüber geklebt. Das passt jetzt perfekt. Da wackelt gar nichts mehr. Das ist perfekt. So, was auch perfekt ist, das ist das hier. Ich kann jetzt einfach diese Schiene nehmen, hochklappen, mein Werkstück drunter tun. Das schiebt sich, das justiert sich da vorne automatisch auf die richtige Höhe. Hier hinten muss ich das selber auf die richtige Höhe justieren. Jetzt kann ich meine Tauchsäge nehmen und den Schnitt machen. Fertig. Wenn jetzt das nächste Werkstück kommt, Schiene hoch, Werkstück weg, Werkstück drunter, weiter geht's. Zack, Schnitt, Werkstück weg, Werkstück drauf, Schiene runter, zack, weiter geht's. Das läuft jetzt wie am Fließband. Und wenn ich das Ding nicht brauche, einfach hochklappen, das stört mich nicht. Dieses Projekt hier ist inspiriert vom englischen YouTuber Peter Millard. Ich verlinke euch den Kanal mal unten in der Videobeschreibung. Großartiger Mann, großartige Projekte. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr euch für Tauchsägen-Content interessiert. Das ist top, was er macht. Zu diesem Projekt werde ich auf jeden Fall noch eine 2- oder 3-Stunden lange Version abdrehen, wo ich alles nochmal komplett im Detail zeige, als Anleitung Schritt für Schritt wirklich, welche Teile braucht ihr, wie müsst ihr vorgehen, welche Maße haben die einzelnen Dinger, wo bohre ich wann, welches Loch, wo muss ich mit welcher Körnung schleifen und so weiter. Also wirklich kleinteilig, Schritt für Schritt für Schritt in einem dedizierten Video, allerdings nicht auf YouTube, sondern für meine Unterstützer auf Ko-fi. Wenn du Unterstützer werden willst, schau gerne unten in die Infobox rein. Da habe ich einen Link zu meiner Ko-fi-Page gepackt. Es gibt 3 Mitgliedsstufen für 3, 5 und 7 Euro mit verschiedenen Boni. Schaut gerne mal rein. Die Beschreibung steckt da drin. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Allerdings wird dieses Video noch ein paar Wochen dauern. Ich werde das Ganze nochmal komplett neu bauen von Null an, weil ich hier so ein paar Sachen gemacht habe, die ich nicht bedacht habe. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren Projekten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!